kennt ihn noch einer. Ja, es geht wieder um den AVR Net.io. Diesmal allerdings nicht meiner, sondern der wurde vielmehr von einem Freund gegeben. Und ja, den habe ich gut animiert zum Basteln. Und ja, ich habe das hier bekommen. Mit dem Kommentar funktioniert nicht so ungefähr. Ja, packen wir erstmal aus, was wir hier alles denn so haben. So, okay. Anleitung können wir, denke ich, drauf verzichten. Also, wir haben den AVR Net.io selber. Darauf ist noch die Original-CPU. Ja, im Prinzip geht es darum, hier das eine Teil anzusteuern. Das ist ein DS18B20. Und ja, das sind hier solche kleinen Dinger, ähnlich aussehen wie ein Transistor, aber das ist ein komplettes Thermometer. Das heißt, der hier gibt die aktuelle Temperatur in digitaler Form zurück. Plus minus 0,5 Grad müssten das sein. Und das Interessante an hier denen ist, die brauchen nur einen Draht. Stern. In Wahrheit brauchen sie zwei Drähte, aber es ist das sogenannte One-Wire-Prinzip. Das heißt, es gibt im Normalfall einen Draht, der geht zum Mikrocontroller. Der ist sowohl für die Spannungsversorgung als auch für den Datenaustausch verantwortlich. Und eine Masse braucht man noch. Wir sehen allerdings in drei Beine, man kann optional auch direkt Strom dran klemmen. Das macht das Ganze ein bisschen sicherer, einfacher, whatever. Allerdings, ja, ich selbst habe hier diese Sensoren im ganzen Haus verteilt. Mit One-Wire, das heißt also ohne die zusätzliche Stromversorgung. Bis jetzt hatte ich damit auch keine Probleme. Ja, Kommentar hier, aber wie gesagt, funktioniert nicht. Und zwar, ja, es kommt kein Readout von diesem Sensor. Hier ist die Firmware Eversex schon drauf. Und ja, da er nicht die nötigen oder überhaupt keine Elektromesswerkzeuge im Sinne von OC oder so zur Verfügung hat, habe ich es jetzt auf dem Tisch. Also schauen wir mal. Allerdings habe ich dann auch direkt den hier zusammen bekommen. Das ist ein ATmega 644P, also ein Controller, der doppelt so viel Speicher hat wie der hier, und mit dem Kommentar, hey, kannst du dann direkt ersetzen. Also firmware-technisch müssen wir uns da keine Sorgen machen, aber wir wollen ja den Fehler finden. Das heißt, ich klemme jetzt erstmal den hier an und gucke, ob hier überhaupt Daten rein oder rauskommen, um sicher zu gehen, dass da kein Fehler drin ist. Ja, die Beschaltung ist relativ einfach gehalten. Und zwar, ich spreche jetzt hier vom One-Wire, beziehungsweise auch in einem parasitären Modus. Das heißt, wo wir nur zwei Drähte im Prinzip haben. Und zwar haben wir hier an dieser Seite die Erde. Die geht entsprechend direkt durch zu unserem Minuspol. Und in der Mitte haben wir den Datenpin. Der Datenpin, der geht an zwei Stellen. Und zwar geht er einmal an unseren Mikrocontroller. Das wäre dann der Draht hier. Und über einen Widerstand, hier das ist zum Beispiel ein 4,7 Kiloohm Widerstand, geht das Ganze an die positive Spannungsversorgung. Und die positive Spannungsversorgung zieht sozusagen den mittleren Pin immer auf 5 Volt. Darüber kann der Chip hier intern einen kleinen Kondensator aufladen. Und wenn er Daten senden will oder Daten empfangen werden sollen, dann geht diese Leitung entsprechend, wird die immer nach unten gezogen, auf Masse. Und in der Zwischenzeit kann dann der Chip sich aus dem internen Kondensator versorgen. So funktioniert das Ganze dann, zumindest in der Theorie, in der Praxis angeblich nicht. Also schauen wir mal, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, ich habe den Fehler schon gefunden. Er sagt mir nämlich, er hätte das hier irgendwo angeschlossen. Sagt mir allerdings auch, er hätte nichts am Quellcode verändert. Und wenn wir im Quellcode mal schauen, in der entsprechenden Hardware-Definition, dann sehen wir, dass die One-Wire-Konfiguration auf den Pin D6 gelegt ist. Pin D6 ist wiederum allerdings irgendwo hier auf dem Ex-Header, soweit ich das erkennen kann, denn das hier sind als Pin A. Tja, das funzt nicht. Nur denn, ich muss den Controller tauschen, also machen wir direkt eine neue Firmware hier drauf, neues Eversex, komplett from scratch, und legen direkt hier auf die Schraubklemme dann unseren One-Wire-Pin. So, ich habe wieder mein Net.io hier, ich habe die neue CPU hier irgendwo und ich habe auch meinen Programmer wieder ausgepackt, so dass wir die neue Firmware drauf bekommen. Und ich werde dann jetzt entsprechend den AVR Net.io auf dem PC konfigurieren. Wie das Ganze genau funktioniert mit einer kompletten Anleitung, welche Vor-
Abbedingungen man erfüllen muss, wie man den Flasher entsprechend anspricht. Dafür verlinke ich unten in den Kommentaren mal die Folge 45, müsste es gewesen sein, wo ich den AVR.net.io benutzt habe, um solche farbigen LEDs anzusteuern. Da habe ich das Ganze nämlich schon mal erklärt. Und ja, momentan interessiert uns jener hier, ADC 4 zum Beispiel, und entsprechend der Sensor. So, ich habe dann hier die Aether 6 Firmware runtergeladen und das war, wenn ich mich richtig entsinne, ein Make-Menu-Config, was wir machen müssen. Und dann können wir das Ganze konfigurieren. Erstmal laute Default Configuration fürs AVR.net.io. Dann wählen wir noch im General Setup unsere CPU aus. Das ist die 644P, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, genau. OneWire Support ist bereits angehakt. Also, fertig sind wir schon. Aber nicht ganz. Denn wir haben gesagt, wir wollen den Port ändern. Standardmäßig ist ja D6 hinterlegt gewesen. Und da geht mir meine Laptop-Batterie flöten. Aber hey, who cares? Wir wollen die Datei pinning. Und da die Hardware, und zwar die netio.m4. Die steht hier drin. Edit anyway. Und wir haben hier momentan One-Wire-Port-Range. PD6 bis PD7. Das hilft uns nicht allzu viel weiter, denn wir wollen ja den ADC. Und wenn wir mal in die Anleitung gucken, dann sehen wir hier unsere Pins. Und ADC 4 war der, den ich eben gesagt habe. Der hängt, wenn wir hier runter folgen, auf dem Pin A7. Das heißt, wir tragen jetzt hier einfach mal statt Pin D6 den Pin A7 ein. So, Pin A7 ist drin. Und Make. Wir sehen auf jeden Fall schon mal, wir haben noch gut Speicher frei. 45% erst belegt. Das können wir allerdings rechnen. Auf dem Originalcontroller haben wir nur die Hälfte des Speichers. Da wäre nicht mehr ganz so viel frei. So, und zwar wenn wir hier reinschauen im Ordner, dann haben wir hier die Hex-Datei, die wir generiert bekommen haben. Und die muss auf den Controller, also AVR Dude mit den... mit dem Programmer STK500V2 am Port bei mir TTY USB 0, und der Part ist ein Atmega 644P. Testen wir das Ganze mal. Das sieht gut aus. Device responding. Also machen wir ein U Flash Doppelpunkt W Doppelpunkt Ever6.hex. Müsste eigentlich passen. EEPROM gibt es keins, wenn ich richtig sehe. Also löschen wir das Ganze. So, Daten werden jetzt übertragen. Wir sehen hier, die LED leuchtet. Prozentanzeige bewegt sich langsam nach vorne. Okay. Was mir jetzt noch auffällt, ist ein neuer Controller. Da müsste man eigentlich noch die Fuses setzen. Ja, manchmal hilft es einfach, die Augen aufzumachen. Es gibt inzwischen tatsächlich hier eine AVR Dude Configuration. Und da kann man das Ganze schön direkt im Menü Config einstellen. So, STK500V2, Port, Dev, TTY, USB 0, sagten wir. Da. Hier sind die Fuses, die sind anscheinend vorkonfiguriert. Hoffen wir, die stimmen so. Also... Make Fuses. Er sagt mal okay. So, der Lehr. Gebootet müsste er sein. Also machen wir mal einen Ping auf die 17620 und das sieht doch schon mal gut aus. Es pingt. Und wenn wir mal Chromium uns hier vornehmen, dann müssten wir auch eigentlich auf der IP 17620 einen Webserver haben. Jo, das ist gut. Und wir haben hier auch schon die One-Wire Temperature Values is here. So, guess what? Nichts da. Na, kein Wunder. Ist ja auch nur nichts angeklemmt. Also holen wir uns mal das schöne Breadboard, was wir hier haben. Und gucken mal, wie wir das Ganze hier verwurschtelt bekommen. Wir haben hier Erde. Das wäre der hier. Wir haben hier das Ganze, was zum Pull-Up geht. Das wären dann 5 Volt. Den Pull-Up kann man natürlich auch direkt hier vorne an die Klemmen setzen, also den muss man nicht Richtung Sensor setzen. Und, was war das? Zu viel am Kabel gewackelt. Na gut. Und last but not least, zugeschraubt.
den Sensor selber. So. Alles jetzt fast wackelt und hat Luft. Und rein theoretisch müssten wir dann jetzt... Ha! Wir haben da schon mal No Data. Jetzt haben wir Grad C. Achso, vielleicht sollten wir einfach mal einen Moment warten. Ja, ich schätze mal irgendeinen Bug, eventuell vom Browser. So, No Data. Aha, okay, ist ein Fehler vom Chrome. Hier funktioniert das Ganze. So, und wie gesagt, hier die kann man jetzt chainen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach noch einen Sensor holen. Und ich stecke den jetzt einfach mal hier dahinter. Kann man natürlich auch Draht dazwischen machen. Und dann sollte kurz danach, wenn wir hier Reload machen, jetzt haben wir schon zwei Sensoren. Und die haben auch beide entsprechende Temperaturwerte. Der neue Sensor hat entsprechend jetzt natürlich eine wesentlich höhere Temperatur, weil ich ihn gerade zwischen meinen Pfoten hatte. Aber der müsste dann jetzt auch langsam, na, wie man hier sieht, wieder runtergehen. Und ja, so kann man dann hier sein Temperatursystem aufbauen. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe hier selber sowas am Laufen. Wenn wir dann hier auf mein System gucken, sehen wir hier auch schön die Werte von meinen Sensoren, beziehungsweise was auch funktioniert. Ich schmeiße die Daten auch noch in den sogenannten Volkszähler rein. Hatte ich auch schon mal ein bisschen was drüber gemacht. Und ja, hier kann man dann das Ganze entsprechend grafisch ein bisschen schöner sehen. Ja, soviel zum Thema OneWire mit dem AVRNet.io. Ging ja relativ schnell, doch keine große Fehlersuche. Ich kann mein OC gepflegt wieder wegpacken. Brauche ich doch nicht. Und ja, ich hoffe, hat einigen von euch geholfen.